Hallöchen, Hallöchen, Hallöchen. Herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Wir sitzen immer noch zu zweit vor dem Rechner, weil wir können von dem Spiel momentan nicht genug kriegen und wir laden unser Safe Game 1. Wir sind in der letzten Folge aus dem Fenster gesprungen bei Chloe und haben noch kurz einen Leuchtturm gesehen und schauen mal, wo wir jetzt landen. Was das für ein Leuchtturm ist. Ist das der Leuchtturm aus unserem Traum? Ich bin gespannt. Schön hier. Ah. Isn't this awesome, Sauce? Totally reminds me of when we were kids. Come on, Slowpoke. Hold on. I haven't been here in forever. So why do I feel like I was just here? Weil wir davon geträumt haben. This is the exact same path I was on during my nightmare today. Ganz genau. Hey, so. Hey, so. I feel like I'm in my nightmare again. Ja, nur das Wetter ist besser. Sind hier irgendwo. Was ist das? Müll. Geil. Oh, Warren hat uns was geschrieben. Oha. Erde an Max. Dein weißer Ritter Warren ist hier. Ich weiß, du machst dir Sorgen um mich. Und so sieht er aus. Ich schulde dir was. Danke für heute. Ich rufe dich später zurück. Ich schwöre es. Kein Problem. Und du musst mir immer noch dein großes Geheimnis verraten. Keck. Keck ist doch, wenn man sich verschreibt bei LOL. Nee, Keck ist gar nicht, wenn man sich verschreibt bei LOL. Was heißt Keck? Kick wäre, wenn man sich verschreibt bei LOL, aber nicht Keck. Was ist Keck? Liebe Leute, schreibt es mir in den Kommentaren. Birth is so lucky, they can always escape. Ihr jungen Menschen, die ihr des Internetsprechs geläufig seid, bitte sagt mir, was Keck ist. Max oh my god, and Chloe. I forgot all about this. Too bad I can't rewind that far back. Ja. Karen? I don't remember this at all, but it seems like it's been here for a long time. Ja. Wowzer, Chloe drew that to mark our tree fort, so we'd always be able to find each other in case of emergency. Erinnerungen, Erinnerungen. Oh ja, sogar ein Lagerfeuerplatz. Looks like the youth of Arcadia Bay still come up here to party. I never made it. So, hier ein Graffiti von einem Affen. Clearly, the Bigfoots are everywhere. Ach so, natürlich Bigfoot, na klar. Und noch ein Graffiti. Weird. Those glyphs remind me of the wind. Was? Warum denn das? Oh, Fußabdrücke. Those sure aren't big feet. What kind of animal left those prints? Ich weiß es nicht. Vielleicht ein Eichhorn, was wir noch fotografieren müssen. Aber nochmal. Trust no one. Guter Rat. How long has that been here? So, bevor wir jetzt zu Chloe gehen, schauen wir mal, ob wir hier noch irgendwo anders. Nein. Wahrscheinlich hier hinten rum. Sie kann auch gerade nicht sprinten. Doch, jetzt kann sie wieder. Wahrscheinlich, weil wir in der Nähe von Chloe waren, konnten wir nicht sprinten. Too bad it's locked. I remember racing up and down the steps. Das hat schon Spaß gemacht. Weil Müll. Also hier wird echt noch Party gefeiert, scheinbar. Ah, ein Haiku. A tree haiku? How pretty. Turn this way now or face the lonely autumn tree and never look back. Also jetzt hierhin gehen oder du wirst den Herbstbaum sehen und niemals zurückblicken können. Okay. This would be a nice photo of Chloe, framed by the sun. Kann ich aber gerade
kein Foto machen. Dann reden wir mal mit Chloe. Sure you don't want to be alone? Have a seat, Pete. du bist gut drauf. You're in a good mood. Seeing my step dork get played makes me happy. I'm not as brave as you. And David is indeed a step douche. I'm sorry you had to experience it firsthand. You have to live with him. Has he always been this way? Ever since my desperate mom dragged his ass to our home, I never trusted David. Er hat Kate angemacht. He freaked out on poor Kate Marsh today. I know her. She's cool. Only that prick would bully her. He has some kind of weird agenda. He has a lot of secret files. Rambo still thinks he's gathering enemy intelligence. Did you take a peek? What? Files? I know that look. You peeked. So, dish the dirt. Snuff videos? Oh, Gott. Creepy photos of Kate Marsh. Other Blackwall students. This dude takes his job too seriously. He still thinks he's at war or something. He's a total surveillance fetish. Where are there spy cams in the house? I knew you didn't know. Chloe, your house is under surveillance. What are you talking about? There are cameras all over the house. I saw it on a monitor in the garage. I knew it. He's so hella fucking paranoid. I'll keep this a secret for now. Sometimes ignorance is bliss. No wonder I'm so miserable. Everybody in this town knows everybody's secrets. Sogar deins? Even yours? Not anymore. So what do you have on Nathan? He's an elite asshole who sells bad shit cut with laxative. And he dosed me with some drug in his room. Oh. What? I met him in some shithole bar that didn't card me. He was too rich for the place and too wasted, and he kept flashing bills. Just tell me what happened, Chloe. Now. I was an idiot. I thought he was so blazed it would be an easy score. You needed money that bad? Actually, yes. I owe big time. And I thought I'd have enough for me and Rachel if she showed up. Was mit Nathan? So, what about you and Nathan? We went to his room at Blackwell. We drank, and I laughed at his rich kid bullshit. He was one step ahead and put something in my beer. Oh, guy. God, Chloe. I can't believe this. I mean, I do. Then what? I know I passed out on the floor. I woke up and that perv was smiling, crawling towards me with a camera. Go on. Everything was a blur. I tried to kick him in the balls and broke a lamp. Nathan freaked, so I managed to bum rush the door and get the hell out. Max, it was insane. Das ist echt abgefuckt. Chloe, that is so fucked up. What did you do then? I figured I would make him pay me to keep quiet. So we met in the bathroom. And he brought a gun. That was Nathan's last mistake. Er ist immer noch gefährlich. He's still dangerous, Chloe. Not just to you. Oh, good thing you notified the principal. I feel safer already. Ja, sorry, Mann. I won't always be there to save you. You were here today, Max. You saved me. I'm still tripping on that. Seeing you after all these years feels like... destiny. If this is destiny, I hope we can find Rachel. I miss her, Max. Jetzt ein Video, okay. Deshalb sind die Frames auch gelockt, sehe ich gerade. Die Untertitel sehen anders aus. This shit pit has taken away everyone I've ever loved. I'd like to drop a bomb on Arcadia Bay and turn it to fucking glass. Was nu? Wieso sind wir wieder so glänzend in dem Sturm? Why am I here again? What the fuck? Was geht denn jetzt ab hier? Is Chloe still up there? I have to find out. Okay, haben uns gerade einen Stein entgegengerollt.
Ah. Ich stehe jetzt irgendwie vorbei. Kann ich die Zeit zurückdrehen? Oh ja, kann ich. Oh. I have to rewind now. Da war ich, hab ich wohl zu früh. So, jetzt aber. Zeigt uns das Reh den Weg? Höpf, höpf, höpf. Ah! Was will uns das Reh zeigen? I've never seen a storm like this in Oregon. Nee. Oh my lord! The tornado is back! Wow! Die Zeitung? Lesen wir mal eben die Zeitung im Tornado hier. October 11? Is this Friday? That's only 4 days away. Oh oh. Oh no. That tornado is headed straight for the town. Chloe, you're here. I'm back. Oh my lord, this is real, it's real. Oh man, this sucks. Max, what's going on? You totally blacked out. I didn't black out. I had another vision. The town is going to get wiped out by a tornado. Oregon gets about 5 tornadoes every 20 years. We just zoned. No, no, I saw it. I could actually feel the electricity in the air. Come on, take a breath, okay? Chloe, I'm not crazy. But there's something else I have to tell you. Something hardcore. Talk to me, Max. I had this same vision earlier in class. When I came out of it, I discovered I could reverse time. Like I said, not crazy. But high, right? Listen to me. How do you think I saved you in the bathroom? By reversing time? Yeah, sure. I saw you get shot, Chloe. Saw you actually die. I was able to go back and hit the fire alarm. Okay, I see you're a geek now with a great imagination, but this isn't anime or a video game. People don't have those powers, Max. I don't know what I have, but I have it. And I'm scared shitless. You need to get high. It's been a hell insane fucking day. Hä? Schneit's jetzt? What the hell is this? Snowflakes? It's like 80 degrees. How? Climate change. What? Or a storm is coming. Max, start from the beginning. Tell me everything. Ay, 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 ay. Und damit, das war die erste Episode. Chrysalis. Das ist irgendeine Blume, aber ich weiß gerade nicht, welche auf Deutsch. Chrysanthemen, ich habe keine Ahnung. Ja, das war die erste Episode von Life is Strange. Und
Schade, dass die Musik nicht jetzt läuft. Das wäre schön für den Abspann, noch so schöne Musik. Es gibt natürlich Claims auf diese Musik, also die Videos mit dieser Musik. Die darf ich nicht monetarisieren, falls ihr da Werbung seht. Sie ist nicht von mir. Aber das war bisher nur bei der ersten Folge so. Und wahrscheinlich bei dieser wird es auch so sein, weil da das Lied lief. Ja, und jetzt schneit es bei 80 Grad Fahrenheit. Ich weiß gerade auch nicht, wie viel 80 Grad Fahrenheit sind, aber auf jeden Fall über 0 Grad Celsius. Also es dürfte eigentlich nicht schneien. Ob das jetzt was mit unseren Zeitreisen zu tun hat, ob wir vielleicht irgendwie das Raum-Zeit-Kontinuum ein bisschen durcheinander gebracht haben durch unsere Rewinding-Time-Sachen da. Das kann natürlich sein. Oder es ist einfach ein ganz normaler Sturm-Tornado, wie wir den immer sehen in unseren Visionen. Ich bin jetzt sehr gespannt auf die zweite Episode. Ich habe leider keine Ahnung, wann sie rauskommt. Es wird wohl noch was dauern, weil jetzt gerade erst die erste Episode rauskam. Ja, also ein Spiel, was es mir sehr angetan hat. Ich mag den Stil. Es gab ja viele eher schlechte Rezensionen, weil ja, es geht nur um Mädels und bla und das ist alles so feministisch angehaucht. Finde ich überhaupt gar nicht. Also muss ich sagen, das ist einfach das Teenage-Leben von zwei Mädels jetzt im Hauptaugenmerk des Spiels. Aber ich weiß nicht, ob da jetzt irgendwie. Ich meine, es gibt natürlich die männlichen Protagonisten. Also, die gibt's auch. Warren hat uns sogar das Leben gerettet, mehr oder weniger. Hat ein Beating für uns kassiert. Tja. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwie noch so eine, wie bei The Walking Dead, gleich so eine Übersicht bekommen, wie wir uns entschieden haben, wie sich andere entschieden haben und was es jetzt für Auswirkungen hatte, weil noch habe ich davon ja, glaube ich, keine gesehen. Außer, dass wir halt in diesen Akten rumgewühlt haben in Chloes Haus und sie das bemerkt hat und wir ihr gesagt haben, dass die Kamera überwacht wird. Das wird bestimmt dann in den nächsten Episoden zu tragen kommen, was wir da getan haben. Oh, da haben wir die Production Babies, 5 Stück. Sehr schön. Margot. Auch ein schöner Name. Ja. Ihr kennt mich, ich lasse die Credits immer durchlaufen. Weil diese Menschen, die uns dieses wunderbare Spiel gezeigt haben, verdienen es, dass man sie hier sieht. Vielleicht erkennt ja der ein oder andere einen Bekannten wieder. Und ich finde es schön, dass so ein Major-Publisher wie Square Enix so ein doch eher experimentelles Spiel unterstützt hat und geholfen hat, das rauszubringen. Finde ich schön. Weil sonst wäre uns das wahrscheinlich nicht, ja, hätten wir das sonst nicht spielen können, wenn da jetzt nicht so ein Major-Publisher dahinter gestanden hätte, der gesagt hat, komm hier, wir vertrauen auf euch, wir geben euch auch das Geld dafür, dass ihr das entwickeln könnt. Jan Büchner, das war bestimmt der deutsche Localization Manager. Ach ja. Ich muss mal gucken, ob es den Soundtrack zu diesem Spiel gibt. Den würde ich ja doch gern mal hören. Auch so abseits des Spiels. Viele Menschen immer an so einem Spiel mitarbeiten. Das ist unglaublich. Also ich finde das immer wieder faszinierend, was es da für Rollen gibt. Also wer da alles wo was mitmacht. Jetzt kommen natürlich nur noch die Publisher-Sachen. Also der Entwickler ist schon längst durch. Jetzt kommen nur die Sachen von Square Enix. Aber es sind echt viele Menschen, die da irgendwas mit zu tun gehabt haben. Und dann kostet das Spiel gerade mal 20 Euro. Und alle wollen da ihren Teil von haben. Da bleibt für jeden nicht so viel übrig, wenn man das mal so rechnen würde.
Wie hat's euch denn gefallen? Schreibt's mal in die Kommentare, ob euch das Spiel gefällt, von der Story her, von der Maxes Fähigkeit her. Finde ich, ist irgendwie noch nie da gewesen, sowas, dass man das Spiel echt einfach zurückspulen kann und dann halt Dinge nochmal ändern kann. Und nicht nur an bestimmten Stellen, sondern im Prinzip immer. Also man kann immer wieder zurückspulen und seine Entscheidungen überdenken. Aber wie ich auch zu meiner Freundin nach der letzten Aufnahmesession gesagt habe, auch selbst wenn man das kann, es gibt eben trotzdem kein richtig und kein falsch. Es hat immer irgendwelche Konsequenzen. Es ist halt leider wie im echten Leben. Jede Tat hat irgendwelche Konsequenzen. Wenn man irgendwas tut, irgendwas folgt darauf, weil man das so und so getan hat. Und die kennt man eben vorher nicht. Eine Sache, die mich auch psychisch ein bisschen belastet, dass ich nie weiß, was passiert, wenn ich das und das tue. Aber das habe ich, glaube ich, in irgendeinem anderen Spiel schon mal erzählt. Und jetzt kommen noch die Special Thanks. Dann sind wir gleich durch mit den Credits. Thanks for playing. Ja, sehr gerne. Ich kann die zweite Episode nicht erwarten. Gucken, ob jetzt noch irgendwas kommt. Ah, die Entscheidungen. Zumindest was wir getan haben. Und auch die Entscheidung, wie die anderen das getan haben. Das finde ich immer sehr interessant. Also 69% und wir haben Nathan gemeldet. Und die wenigsten haben sich über Victoria lustig gemacht. Das hätte ich ja nicht gedacht, dass die meisten da dann noch so nett sind und sagen, oh, tut mir leid. Aber die meisten haben sind dazwischen gegangen für Kate. Und 1% hat Chloe die Schuld gegeben. Aber fast genauso viele sind versteckt geblieben. Aber die meisten sind wie wir aus dem Schrank gekommen und haben gesagt, ey, das ist unser Gras. Verrückt. Gibt's noch mehr? Eieieiei, die ganzen Entscheidungen, so viele Entscheidungen gab's. Die meisten fanden Daniel wohl zu creepy, als dass sie da ein Porträt haben zeichnen lassen. Und auch einige haben Mrs. Grants Petition nicht unterschrieben, fast die Hälfte. Gegen diese Kameraüberwachung, krass. Elissa haben die meisten geholfen. Nur fast die Hälfte hat da nichts geschrieben. Und 28% haben nicht die Pflanze gewässert. Na, diese Schweine. Oh, wir haben einen Schwangerschaftstest übersehen. Wie 98% der anderen auch. Das ist uns durchgegangen. Und nur 20% und wir haben die Fotos zu einem Mittelfinger neu angeordnet. Und die wenigsten haben auf den Van geschrieben. Wahrscheinlich, denke ich mal, sind die meisten direkt zu Warren gegangen. Die sind nicht nochmal rumgelaufen, haben sich umgeguckt, sondern sind einfach direkt durchgegangen. Und nur 28% haben den Vogel gerettet. Aber die meisten haben Chloes Schneeball, wie heißt das auf Deutsch? Schneekugel haben sie nicht kaputt gemacht. Und die meisten haben auch keine Hinweise hinterlassen. Und fast zwei Drittel haben die Sachen gelesen von David. Verrückt. Oh, es gibt noch einen Trailer für die nächste Episode. Oh Gott. Ja, das nenne ich mal einen Cliffhanger. Was haben wir jetzt hier? Continue your story with episode 2. Out of time coming March. Oh, im März schon. Sehr schön. Und da haben wir gerade schon gesehen. Krasser Cliffhanger. Chloe scheint da vorm Zug zu sein und scheinbar sind wir nicht in der Nähe. Hoffentlich können wir sie retten, die gute Chloe. Naja, das war's für Life is Strange. Im März geht's dann weiter. Ich habe natürlich direkt die ganze Staffel gekauft, das ganze Spiel. Ich muss mir jetzt nicht die einzelnen Episoden kaufen. Gut, dann danken wir euch fürs Zusehen und wir hoffen, ihr hattet viel Freude, Freunde. Und bis zum anderen Let's Play oder Life is Strange im März wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüsschen.